Ich geh ins Licht. Warum haben Sie eine Kuh auf dem Kopf? Damit Sie was zu tun haben. Hallo. Autsch. Ich geh ins Licht. Sie können die doch bestimmt vermehren und dann irgendwie Milch und Fleisch draus machen. Ja, das schon. Jetzt brauchen wir nur noch Männchen. Aber ich mach doch schon die Baum, die Früchte. Und? Aber Sie machen Essen. Vielleicht kennen Sie sich ja damit auch irgendwann mal aus. Man lernt nie aus. Ah ja, gut. Das. Ich lasse sie zweimal allein, um sich näher kennenzulernen. Skelettkopf? Ich habe schon genug davon. Oh, okay. Sie haben doch bestimmt irgendwas, was die essen. Muss ich kurz gucken. Ja. Weißt du halt. Irgendwas müssen sie machen, damit die Tiere sich wohlfühlen. Ich habe den Käfig hier nicht aufgestellt. Ich weiß, das war ich. Ich glaube, die brauchen Wasser und dann so eine Weizenblöcke. Da hinten läuft irgendwas komisches, schwarzes. Das ist ein Werwolf. Komm her, du Mistvieh. Ja, der wäre doch auch ein ganz... Na gut, normale Hunde sind nicht schwarz. Haben Sie gesehen? Der hat Angst vor mir. Die haben sich das letzte Mal zu Vollmond schon hier rumgetrieben, aber es ist Sonne. Naja, da habe ich auch einen hier in der Nähe der Stadt gesehen. Den bin ich hinterhergerannt, den habe ich dann getötet. Okay. Ich habe hier, wo da vorne noch eine Kuh drin stand, habe ich auch mal einen normalen Werwolf gesehen. Aber sonst. Nicht, dass die sich hier weiterentwickeln, aber ich habe auch herausgefunden, dass die blauen Kugeln, die die Hunter bei sich tragen, mir zeigen, wer ein Werwolf ist und wer nicht. Und seitdem trage ich immer eine bei mir. Hey.
Ja. Ja, ich werde Ihnen die Tage bestimmt auch ein paar Schweinchen und Hühnchen vorbeibringen. Hühnchen immer gerne. Vielleicht nehme Schweinchen. ich ein paar Eier. Du brauchst deine noch. Nein, Hühnereier, nicht Ja, na Legeeier, nicht die anderen. wenn sie sich damit auskennen, wie man das alles so macht mit den Tieren. Also ich, ach so, und diese, ich weiß nicht, sind das Ziegen, Schafe oder aus denen man diese Wollblöcke bekommt? Die werde ich Ihnen auch noch bringen. Denn die Wollblöcke, die braucht. Da hinten läuft ein Hunter, der den Hund angegriffen hat und der Hund hat den gerade getötet. Dann ist er selber schuld. Die sind manchmal richtig doof. Die tummeln sich alle bei mir im Haus und kommen kaum raus. Naja, nee, weil der Herr. War das jetzt der Herr Nick oder der Herr Lloyd? Ich glaube, der Herr Nick ist das, der die Luftschiffe baut. Der braucht nämlich die Wollblöcke für die Ballons oben. Okay. Die können sie teuer verkaufen. Könnte ich machen. Machen Sie das auch. Und warum ist der Shop mit den Getränken zu? Was? Der Der ist zu? ist seit ein paar Tagen geschlossen. Warum? Tatsächlich. Hab mich schon gefragt, warum die nichts verkauft wird. Hehehe. Da ist er schon wieder. Glaubt, der beobachtet uns. Feigling! Abgestürzt. Der ist feige. Der ist abgestürzt. Ja, der hängt da in dem Loch drin. Mist. Ja, jetzt nicht mehr. Ich krieg den noch und dann hängt sein Kopf an meiner Wand. Ja, ich. Aber. Ja, was? Bitte? Denken Sie, es gibt auch friedliche Werwölfe? Nee. Nicht? Nee, die haben mich bis jetzt immer getötet oder haben es versucht. Nee, das glaube ich nicht. Und wenn es welche gibt, die es nicht machen? Werden sie trotzdem getötet? Oh. Werwolf bleibt Werwolf und soweit ich weiß, liegt es in ihrer Natur zu töten. Wieder logisch. Ich kann Ihnen aber auch das hier geben. Wenn Sie sich das anziehen, dann können Sie wie ich die Tiere hochheben. Das macht sie ein bisschen stärker. Und dann können Sie die Tiere hierher transportieren. Okay. Und um die Tiere wieder dann runterzusetzen, müssen Sie das nur ausziehen. Ah, okay. Gut, und ich werde mich jetzt um das Holzfällerlager weiter kümmern. Okay. Wir sehen uns. Man hört sich. Hehe, jetzt seid ihr nicht mal in meinem Haus.